Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield 2042 Video. Die zweite Season für Battlefield 2042 soll ja morgen, also am 30. August, beginnen und gleichzeitig damit wird es auch ein Update geben, mit dem einige zusätzliche Änderungen ins Spiel kommen. Unter anderem wird es ein neues Hauptmenü geben, Rush wird als permanente Modus hinzugefügt, die Helikopter werden nochmal angepasst und es gibt potenziell ziemlich starke Änderungen an der Waffenbalance. Also lasst uns direkt mal einsteigen. Im Anfangstext schreibt DICE, dass sie die Zeit mit Season 1 sehr genossen haben und jetzt bereit sind, gemeinsam in die Season 2 zu starten, in der wir die neuen Spezialisten, die neue Map und natürlich den neuen Content kennenlernen werden. Danach zeigen sie nochmal alles, was dabei reinkommen soll, was ich ja schon im letzten Video besprochen habe. Das Update wird morgen früh um 10 Uhr deutsche Zeit live gehen und der Content wird um 14 Uhr verfügbar sein. Direkt da wird es dann auch zwei neue Playlists geben, wo nur die neue Map jeweils auf Conquest und Breakthrough laufen wird. Und damit kommen wir dann auch schon mal zu den tatsächlichen Patchnotes. Erstens wird mit dem Update ein neues Hauptmenü hinzugefügt. Bis jetzt war das ja immer so, dass man das in drei Teile getrennt hatte, also Portal, Normal Old Warfare und Hazard Zone. Jetzt wird das Ganze so aussehen, dass man alle verfügbaren Modi direkt aus dieser Liste hier auswählen kann. Ich schätze mal, wenn man dann auf Hazard Zone oder auf Portal klickt, kommt man dann wahrscheinlich in das Menü, wie man es jetzt auch schon kennt. Zweitens General. Sowohl in Breakthrough als auch in Rush wird die Teamrotation aus vorigen Teilen wieder eingeführt. Das heißt, dass ihr nach jeder Runde das Team wechselt und dann die gleiche Map auf der anderen Seite spielt. Also wenn ihr eine Runde als Angreifer auf Kaleidoscope gespielt habt, dann spielt ihr die nächste Runde als Verteidiger auf Kaleidoscope. Als nächstes soll es einige neue Spielerkarten und Tags geben, die man sich anlocken kann. Und es werden die XP, die man für Störungen bekommt, von 20 auf 5 verringert. Das wird höchstwahrscheinlich aufgrund der XP-Farm-Server gemacht, die während Season 1 aufgepoppt sind. Falls ihr das noch nie gesehen habt, die haben so funktioniert, dass sich beide Teams bei einer Flagge treffen und sich dann einfach permanent mit EMP-Granaten abgeworfen haben. Da hat man dann pro Gegner, den man gehittet hat, eben 20 XP bekommen und wenn da 32 Leute auf einem Haufen stehen, gibt es natürlich einiges an XP. Drittens Portal. Es gibt jetzt für alle 1942 Waffen neue Visiere, alle Portal-Soldaten können jetzt Rauchgranaten mitnehmen, alle Maps sollen etwas überarbeitet worden sein, da haben sie jetzt vermutlich nichts allzu viel gemacht, also höchstens mal ein Objekt irgendwie verschoben oder mal da hier und da ein neues hinzugefügt oder sowas, also ist es nichts im Bereich der richtigen Map-Reworks. Zwei größere neue Sachen gibt es aber auch bei Portal, erstens mal natürlich die neuen Rules Editor Optionen für den neuen Custom Conquest Modus und generell Optionen zu Objectives und zum Scene 1 Content und eigentlich am größten gibt es 5 neue Waffen, die mit Scene 2 ins Spiel kommen und die sind jetzt bekannt und zwar sind es das M2 Carbine aus BO5, das Brenn-LMG aus 1942, die M95 aus Band Company 2, die M249 SAW aus Band Company 2 und die ALK971 aus BF3. Viertens Gadgets. Brandgranaten können sowohl freundliche als auch feindliche Deployables zerstören. Deployables sind es zum Beispiel Spawnbakes oder so die Sachen, die eben Spezialisten aufstellen können. Und als weitere Neuänderung können es Rauchgranaten Brandgranaten löschen, so wie es zum Beispiel auch in Counter-Strike funktioniert. Fünftens Maps. Hier gibt es nur kleine Bugfixes in dem Update. Die überarbeitete Version von 0 kommt dann wahrscheinlich erst im September irgendwann. Sechstens Soldier. Es wurde mal wieder einiges an den Animationen gemacht. Unter anderem gibt es ein neues System, bei dem bestimmte Animationen von der Umgebung ausgelöst werden können. Hier sieht man zum Beispiel im Video, wenn man an der Wand entlang schrappt, dann fährt man so die Hand an die Seite aus. Es wurden einige Bugs mit der Kamera gefixt, die Hitboxen für liegende Soldaten wurden verbessert und der Übergang zwischen Stehen und Knien wurde beschleunigt. Siebtens AI. Die KI-Soldaten wurden wie in den letzten paar Updates auch etwas schlauer gemacht. Sie können jetzt unter anderem Lock-on-Waffen benutzen, Waffen wechseln je nach Situation, generell besser navigieren, sie können die Squad-Befehle von Spielern befolgen, also wenn ihr eine Flagge markiert, dann gehen die dahin und nehmen sie ein. Und zuletzt kann man sie jetzt um Munition, Heilung und Mitnahme im Fahrzeug bitten. Das soll dann anscheinend so funktionieren, dass man die praktisch anpingt oder einfach halt die Q-Taste drückt, wenn man auf ihnen drauf ist mit dem Crosshair und dann sollen die wahrscheinlich irgendwie diesen Befehl befolgen. Achtens geht's weiter mit den Spezialisten. Die Munitionstasche von Angel soll jetzt besser zu Teammates hinfliegen. Spawnbeacons C4 und Co., die man schon platziert hat, die spawnen jetzt, wenn man ein neues Loadout aus Angels Kiste nimmt. Man kann durch Dozers Schild besser sehen und die Wingsuit-Animationen von Sundance sollen jetzt etwas smoother sein. Neuntens Fahrzeuge. Der Anti-Air-Panzer hält es nur noch 3 Schüsse von einem normalen Panzer aus und die Anti-Boden-Lockern-Raketen haben jetzt nur noch 200 Meter anstatt 400 Meter Reichweite. Der Splash-Damage der 30mm Kanone der beiden Stealth-Helis wurde von 24 auf 16 verringert. Das finde ich ist eine sehr gute Änderung, das heißt, dass man einfach genauer zielen muss und nicht mehr ganz so viele Infanteristen abfahren kann.
Ebenfalls reparieren sich die Stealth Helis jetzt langsamer und sie halten auch weniger Schaden aus. Als Beispiel haben sie hier die List-Rakete, die den Heli jetzt one-shottet. Beim Nightbird wurde endlich mal der Bug fixed, bei dem man permanent die Minigun gehört hat, aber am Flugverhalten wurde leider noch nichts geändert. Und zuletzt gibt es ein neues Feature bei den Transport-Helis. Die haben jetzt nämlich beim Cockpit eine Zone, bei der sie mehr Damage bekommen, wenn man da drauf schießt. Und dann kommen wir auch schon mal zum letzten Thema, den Waffen. Hier gibt es ein paar relativ wichtige Änderungen, die die Meta auch ein bisschen verschieben werden, denke ich. Erstmal wurde der Headshot-Schaden-Multiplikator bei allen Sturmgewehren von 2 auf 2,15-fach erhöht. Das soll laut DICE bewirken, dass die Genauigkeit beim Schießen mehr belohnt wird. Ich persönlich finde die Änderung eigentlich relativ unnötig. Ich habe das Ganze mal für die 4 Sturmgewehre ausgerechnet und diese 0,15-fach mehr Schaden wird es nicht wirklich einen riesigen Unterschied machen bei der durchschnittlichen TTK. Aber halt das aktuell zu machen, wo ja die TTK eigentlich generell extrem niedrig ist, also im Vergleich zu anderen Spielen und auch im Vergleich zum Anfang von 2042, ist schon ein bisschen, ja, komische Entscheidung, würde ich sagen. Als Gegenstück dazu wurde es aber bei den SMGs der Multiplikator von 2 auf 1,25-fach verringert. Dazu sagen sie, dass sie das gemacht haben, weil die SMGs weniger auf Genauigkeit ausgelegt sind. Das wird auch tatsächlich einen ziemlich großen Unterschied machen, denn effektiv lohnt es sich halt gar nicht mehr, wirklich auf den Kopf zu schießen mit SMGs und macht sie halt auch generell deutlich schwächer, vor allem auf kurze Distanz, was ja eigentlich eher so die Richtung ist, in die die SMGs gehen sollten, also ist auch mal wieder ein bisschen fragwürdige Entscheidung. Als nächstes steht hier in den Patch Notes, dass sie Aim Down Sight Scaling für Visiere mit bis zu 4-fachem Zoom hinzugefügt haben. Was das genau heißen soll, muss man sich jetzt selber denken. Es könnte entweder heißen, dass die Visiere jetzt das Field of View skalieren oder die Mausempfindlichkeit, was eigentlich beides schon der Fall sein sollte. Oder was ich hoffe, ist, dass sie das System aus BF1 wieder reingebracht haben, bei dem man manuell die Zoomstufe der Visiere einstellen kann. Das wäre echt mal ein richtig nice Feature, wenn sie das wieder reinbringen würden. Ich finde es eigentlich ziemlich praktisch, dass du halt dann immer zum Beispiel, wenn du jetzt ein 1,25-fach Visier hast, dann kannst du das einfach auf einfach runterschrauben. Oder wenn du jetzt ein Visier hast, bei dem gefällt dir irgendwie das Crosshair richtig gut, aber es hat eine zu geringe Zoomstufe, dann kannst du es ein bisschen hochschrauben. Ist eigentlich ein ziemlich gutes Feature und auch nicht so schwer zu implementieren. Bei der BSVM wurde genau wie bei den Sturmgewehren auch der Headshot-Multiplikator erhöht und zusätzlich wurde ebenfalls der Rückstoß im vollautomatischen Modus von 0,9-fach auf 1,15-fach erhöht. Die erweiterten und Trommelmagazine bei der G57 Pistole haben jetzt jeweils 5 Kugeln mehr. Das soll den Impact des Unlockens der Aufsätze erhöhen. Ich denke, das machen sie eher, weil die Pistole ansonsten absolut nie mit mir spielen wird, wenn dann in Season 2 die neue SMG-Pistole reinkommen wird. Und zu guter Letzt macht es der M44 Revolver noch mehr Schaden auf Distanz. Er braucht damit auf bis zu 100 Meter nur noch 2 Schuss. Bei dem würde ich mir eher mal wünschen, dass sie das Hipfire und die Feuerrate erhöhen, damit er eher in Richtung des Autorevolvers aus BF1 oder des Mark 6 Revolvers aus BF5 geht, denn die haben es echt Spaß gemacht zu spielen im Gegensatz zum M44. Und das war's dann auch schon mit den Patch Notes. Wie ich ja letztes Mal gesagt hatte, war hier nichts Weltbewegendes drin, aber ein paar Sachen wie Rush in All Out War oder das Delphine Nerf sind trotzdem sehr gute Änderungen. Der nächste Patch fürs Spiel wird gegen Ende September kommen und darin wird dann vermutlich die überarbeitete Version von Renewal und vermutlich auch noch mehr Portal-Waffen enthalten sein. Damit war es dann auch schon mal von meiner Seite. Wie ihr vielleicht schon ein bisschen gehört habt, bin ich krank und zwar habe ich tatsächlich Corona, also deswegen ist meine Stimme ein bisschen am Arsch. Hoffe, war nicht allzu schlimm zum Anhören. Diese Woche kommen dann auch nochmal 1 bis 2 Videos zu den neuen Inhalten, wahrscheinlich vor allem zu den Waffen, die jetzt reinkommen werden. Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr keinen weiteren Battle-Videos passen wollt, lasst gerne ein Sub da und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dann, haut rein!